Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir heute versuchen wollen, rote Schaltkreise zu produzieren. Ich habe hierfür schon mal unseren Bus etwas in die Länge gezogen. Und für rote Schaltkreise, das erinnert mich, vielleicht sollten wir wieder was in die Forschung einreihen. Der wäre wahrscheinlich gut. Ja. Genau. Batterien. Brauche ich eigentlich nicht. Aber schauen wir doch einfach mal, dass es aus dem Weg kommt. Wenn wir rote Schaltkreise anschauen, da brauchen wir viermal so viele, nein, doppelt so viel grüne Schaltkreise wie rote und gleich viel elektronische Bauteile wie Schaltkreise, doppelt so viel Kupferkabel. Schauen wir uns das doch mal hier an, was das bedeutet. So. Gut. Wenn wir hier ein Band wollen und dann hier mit den Maschinen reingehen, brauchen wir immer noch 40, ist wahrscheinlich etwas zu viel. Versuchen wir es mal mit 5, dann sind wir bei 14. Und dann haben wir die hier und dann brauchen wir Kupferkabel. Insgesamt 30. Gut. Und dann brauchen wir die hier. Von denen hier brauchen wir 7. Okay. Ursprünglich habe ich mir gedacht, ich kopiere mal dieses Setup hier hin und dann das, die roten daneben. Aber wenn ich mir so die Zahlen anschaue, dann haben wir 14 grüne, 14 rote. Zehn für Kupfer und 7 für die für die elektronischen Bauteile. Das heißt, wir können die grünen Schaltkreise direkt in die Maschinen für die roten reinmachen. Und alles, was wir dann noch brauchen, ist Montagemaschinen. Offenbar. Also hier wieder etwas Abstand lassen und auch etwas weiter raus. Das heißt, hier hätten wir dann die hier und wenn wir
einen langen Greifarm verwenden, haben wir das so. Und wenn wir hier dann quasi das das Kupfer so ranführen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Und hier brauchen wir auch noch zwei Bänder hierfür, für Eisen und Holz. Das heißt, wir werden da lange Greifarme brauchen. Und die werden nicht reichen. So geht's. So kopiere ich das Rezept. Also, hier brauchen wir einmal Kupferkabel, einmal Holz und einmal hiervon. Und wenn wir das dann hier in der umgekehrten Reihenfolge machen, dann können wir mit den Tunneln etwas sparsam sein. Und dann hier auf dieser Seite fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wären dann die Kupferkabel. All die verschiedenen Fässer, Befüllung und Entfüllung. Wie wenn wir das brauchen würden, jetzt wo wir ja auch bald Tankwaggons haben. Das brauchen wir hier. Das brauchen wir hier. Gut, und das muss darüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da in der Mitte geht es nicht auf. So, das heißt, hier hinten, da kommen wir dann mit Kupfer.
schließen wir das doch gleich mal an. Ich glaube, es ist der zweitunterste diesmal. So, Kupfer. Dann hier Holz oder Eisen. Machen wir zuerst Eisen. Einfacher. Ich denke auch der zweitunterste. Und dann haben wir hier Holz. Keine Untergrundbänder mehr. Haben wir hoffentlich irgendwo hier in einer Kiste liegen. Ja. Noch keine roten in der Zwischenzeit. So, das wäre dann ja schon mal für die Produktion von den Grünen. Und da haben wir ein Dilemma. Denn weiter oben als hier bekommen wir keine Schaltkreise hin. Darum denke ich, wir müssen eigentlich die Ausladung auf die Seite machen. Und dann das Ganze hier oben rumziehen. Das heißt, hier können wir uns dann auch die ganzen Untergrundspender sparen. Und natürlich keine Förderbänder mehr. Und wenn wir das so machen, müsste eigentlich jeder zweite kurz knicken, damit wir ein schön volles Band bekommen. So. Ziehen wir das hier so durch.
Brauche mehr von denen. Und dann müssen wir schauen. Vielleicht brauche ich hier ein paar von den großen Strommasten. Und hier sehen wir dann ja 1:1. Natürlich viel zu wenig davon. Sind noch nicht fertig gebaut. Lege ich dann mal hier rein. Dann hier brauchen wir noch die elektronischen Schaltteile. Plus Kupferkabel. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind die hier. Und da haben wir dreimal Input. Wir machen das auf ganzen Bändern. Das heißt, auch hier haben wir dann wieder sowas. Das bedeutet, wir brauchen ist für den Input. Und den Output können wir hier in die Mitte reinlegen. Es funktioniert.
legen wir die Bänder hoch. Wenn wir den Output hierhin machen, können wir das so herauslegen und an was mangelt es uns denn jetzt? Eisen. An was denn sonst? Und offenbar habe ich unseren Bus nicht lange genug erweitert, sodass wir die ganze Produktion für die roten Chips hier rauf bekommen könnten. So. Die gelben Greifarme sehen mir auch bald am Ausgehen. Und es mangelt uns da an Eisen. Das heißt, und Förderbändern. Es ist unglaublich, was für Mengen an Förderbändern so eine Fabrik verschlingt. So. Hier haben wir mal die. Dann die auf der Seite. Und die hier. Und Output fehlt uns jetzt hier noch. So. Hier brauchen wir etwas Ströme. Dazwischen machen wir was mit kleinen. Und hier brauchen wir wieder die großen. Gut, dann Glas, Silikon und was war das dritte? Kunststoff, das was ich gerade angeschlossen habe. Gut. Das sollte jetzt ja keine große Hexerei mehr sein. Und da haben wir Glas. Wenn alles so ist, wie es sein sollte,
Dann sehen wir in Kürze die ersten roten Schaltkreise und da sind sie. Und wahrscheinlich sollten wir auch hier jeden zweiten kürzen. Damit wir ein schön volles Band hinbekommen. Hier wahrscheinlich dasselbe. Denn sonst werden alle auf eine Seite des Bandes gelegt. Wunderbar! Wir haben rote Schaltkreise. Das war doch ein Erfolg. Und das Ganze ist nicht mal so groß geworden, wie ich das befürchtet habe. Nun gut, jetzt wo wir rote Schaltkreise haben, können wir uns ja den nächsten Technologiekarten widmen. Aber das in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.